Fuck, fuck. Hört man mich? Hört man mich? Das Mikro lässt mich nicht in Ruhe. Hey, das Mikro lässt mich nicht in Ruhe. Ja. Hallo. Ich kenn's. Ich kann ruhig hinsetzen. Ich kenn's, aber dort Platz mehr. Nein, ist ganz egal. Aber halt nicht auf die. Da. Nicht auf die. Na doch, auf die. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schüler und Schülerinnen, herzlich willkommen zur Präsentation der Kinderkulturwoche 2013. Wir sind Raffaella und Lara und freuen uns, dass ihr hier seid. Es ist viel passiert in dieser Woche. Theaterstücke, Museumsbesuche, Workshops, das Angebot für das junge Publikum war phänomenal. Wir waren in dieser Woche viel unterwegs in Linz. Vom Lentos Kunstmuseum über den Wissensturm bis hin ins Ars Electronica Center hat uns unsere Kulturreise geführt. Heute können wir nur einen kleinen Ausschnitt zeigen von all den interessanten, lustigen, wissenswerten, abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programmpunkten. Wir beginnen jetzt mit unseren Präsentationen. Wir wünschen viel Vergnügen. Das war's da. So. Was haben die auch? Thank you.
mine, building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want if you want, 'cause you can get anything. Jetzt, bevor es losgeht, bitte ich an ihr den Handy haben, dieses auszuschalten. Und die jungen Besucher und Besucherinnen ersuche ich, während der Vorstellung ihren Eltern, Großeltern sitzen zu bleiben. Jetzt sagt aber, seid ihr wirklich alle da? Seppi, das weiß ich doch, aber... Ma, voll super, hey! Ich finde immer, ich finde den Film einfach lustig. Ganz schnell! Wir machen die Gruppen selber, wir machen die Grüße selber. Kinderkulturwoche war für uns sehr aufregend, weil wir haben von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag zwei Vorstellungen gehabt. Da kam vor, da war so ein Schloss, da war noch ein Hase dabei und der Kasper, also der Hase zog hier, der Kasper zog dort, also links und rechts zogen sie. Thank you.
der Kindergarten der Zukunft gestaltet. Die Kindergartengruppe waren so 5- bis 6-jährige Kinder, haben sich mit einem Buch beschäftigt. Und darin geht es um dieses verrückte Huhn. Und auch die Kinder alles selber gebastelt. Und dieses Huhn, das hat die Eigenart gehabt, je nachdem, was es gerade gemacht hat oder was es erlebt hat, hat es dann verschiedene Eier gelegt. Zum Beispiel, wenn es am Fußballplatz war, dann hat es sich Fußball-Eier gelegt. Wenn es in die Sterne geschaut hat, dann hat es Sterneneier gelegt. Und aus dem heraus haben die Kindergartenkinder diese ganze Ausstellung gestaltet, haben da ein Huhn gebastelt, haben dann so ein Fantasie-Ei auch dazu gemacht. Und man kann das auch dann darüber bewegen, man kann den Huhn die flattern lassen. Und man kann dann selber aktiv werden und sich selber überlegen, welche Eier könnte das Huhn noch alles gelegt haben. Verschiedenen Möglichkeiten in der Stadt Linz aufzeigen, die für Kinder und Jugendliche geboten werden, von den ganzen verschiedenen Kulturhäusern, angefangen bei uns im Asia Elektroniker Center, bis hin auf der anderen Seite im Lentus, ins Bucknerhaus, Musiktheater, Kud und Mudl, also wo gibt es überall ein interessantes Programm für Kinder und Jugendliche. Ah, der erste Hinweis. Der Frauenkopf von Gustavo Klimt. Ah, die Mäuse.
Angst, und dann haben wir nicht gewusst. Wow, was ist denn? Das wäre ja alles warm. Wer von den vier Kunststoffen sein? Es kann nur. Der ist er. Er hat alle Merkmale. Und jetzt begrüßen wir die Damen und Herren, die diese Kinderkulturwoche möglich gemacht haben. Einen riesigen Applaus für den Kultursprecher der ÖVP, Herrn Dr. Erich Watzl. Grüß Gott. Wieso unterstützen Sie die Kinderkulturwoche? Einen wunderschönen guten Vormittag. Zunächst, ich gratuliere zu all diesen Filmsequenzen, die wirklich toll gelungen sind. Warum toll gelungen? Weil sie informativ sind, weil sie aber vor allem auch Emotionen ansprechen. Man hat sie an den Reaktionen gemerkt. Und weil auch die musikalische Hinterlegung wirklich stimmig war. Beim Inspektor Lentos hat man fast die Gänsehaut gekriegt. Warum unterstützen wir das? Warum unterstütze ich das? Weil Kinder, Jugendliche ein Recht darauf haben, für ihre Bedürfnisse entsprechend ein gutes kulturelles Angebot zu haben. Einerseits und andererseits, weil man sagt ja immer, die Kinder, die Jugendlichen, das ist die Zukunft, ist auch richtig, altersbedingt. Daher ist es wichtig, rechtzeitig auch Freude zu vermitteln, was Kunst- und Kulturangebote bedeuten können. Was man gespürt hat eigentlich. Ja. Welcher Programmpunkt hat Ihnen am besten gefallen?
Also ich kann jetzt nicht als Kulturreferentin in dieser unserer Stadt irgendeinen Programmpunkt herausheben, weil dann würde ich einen herausheben und andere beleidigen. Was mir wirklich gut gefallen hat, und das hat sich fast wie ein roter Faden durchgezogen, und man hat es im Beitrag auch gesehen, dass zum Beispiel ein junger Bursch selber Baptist Reiter spielen konnte und einen Scherenschnitt verpasst hat, oder die Flugdrohnen, dass man selber am Handy auch steuern konnte. Also dieses Teilhaben können, das hat mir generell gut gefallen bei dieser ersten Linzer Kinder- und Kulturwoche. Könnten Sie sich vorstellen, im Rahmen der Kinderkulturwoche ein Kasperl die Stimme zu lernen? Im Puppentheater, oder? Grundsätzlich. Grundsätzlich. Grundsätzlich ja, weil ich als vor Jahrzehnten eifriger Besucher vom Puppentheater, vom Kasperltheater, natürlich die Kasperlfigur geradezu vergöttert habe. Und heute ich den Kasperl nach wie vor nicht nur als Hauptdarsteller sehe, sondern als eine Figur sehe, die mit Augenzwinkern, mit Witz sehr ernste Dinge ansprechen kann. Ja, und als Politiker hätte man dann und wann auch gerne Lust, Dinge beim Namen zu nennen. Und wenn man es als Kasperl tut, dann wird es nicht so ernst genommen, wie wenn man es als Vizebürgermeister tut. Ja, ich könnte mir es vorstellen. Könnten Sie es auch mal vormachen? Jetzt hier? Ah, jetzt gleich? Ja. Ja, Gravuzzi Kapuzzi, da sind aber wirklich viele Leute da heute. Da sind ja sogar alte Leute da. Und was sind die alten Leute da eigentlich? Schaut aber gar nicht, wenn alte Leute auch da sind, oder? Bei so vielen Kindern und Jugendlichen, oder? Nein. Was sagt ihr da? Ist es gut, dass alte Leute auch da sind? Nein. Oder schlaft ihr jetzt schon, weil ihr so ruhig seid, oder? Nicht nein. Nein. Also ich finde es echt gut, dass ihr da seid. Kommt wieder mal. Pfiat euch, ja? Danke. Ja. Meine Damen und Herren, jetzt kommt die Kultursprecherin der SPÖ, Erika Rockenschaub. Einfach dort Platz nehmen. Warum finden Sie es Kultur für Kinder wichtig? Weil es für alle Menschen wichtig ist, also nicht nur für Kinder, sondern für alle. Ich glaube, halt für Kinder ist es noch viel wichtiger, weil Kultur Kreativität fördert, weil Träume fördert. Kinder sind kreativ, aber wir Erwachsenen versuchen es ihnen immer abzugewöhnen. Und die Kultur hilft, das Gegenteil wieder zu bewirken. Im Rahmen der Kinderkulturwoche waren wir auch bei der Buchvorstellung in der Arbeiterkammer. Was war denn als Kind Ihr Lieblingsbuch oder Ihre Lieblingsbücher und warum? Ich habe zwei Autoren gehabt, die ich am meisten geliebt habe. Also eines meiner wirklichen Lieblingsbücher war Die Rote Zora und ihre Bande vom Held und dann der Erich Kästner mit allen seinen Büchern, vor allen Dingen das doppelte Lottchen und dann Emil und die Detektive und alle diese Bünkchen und Anton, das fliegende Klassenzimmer. Also ich habe sie alle gelesen und sehr geliebt. Welche Bereiche sollten nächstes Jahr bei der Kinderkulturwoche dazukommen? Also es ist ja sehr viel, wir haben es jetzt erst gesehen, es ist ja sehr breit, es ist schon sehr viel dabei. Was ich mir wünschen würde, wäre der Bereich Tanz. Also der war eigentlich nicht da. Ich glaube, der würde auch noch gut passen. Vor allen Dingen, wenn ich an so Menschen denke, wie die Silke Grabinger mit Breakdance und diese Dinge, das war sicher auch ganz interessant, wenn man da die Kinder dazu einladen würde, aktiv mitzumachen. Okay, danke. Nun die Kultursprecherin der FPÖ, Frau Ute Glitsch. Was interessiert Sie in der Kinderkulturwoche? Welcher Programmpunkt hat Ihnen am besten gefallen? Jetzt muss man schauen, ob das Mikrofon eingeschaltet ist. Ja, mir hat sehr, sehr viel gefallen. Zuerst einmal möchte ich euch gratulieren, liebe Schülerinnen und Schüler. Ihr habt das ganz, ganz toll gemacht. Also wirklich Hut ab, also wirklich ganz super. Mir hat das sehr gut gefallen. Was mir am besten gefallen hat, das ist schwierig, es war nichts Schlechtes dabei. Es waren lauter tolle Dinge. Was mir sehr gut gefallen hat, dass Punkt 1
jede Kultureinrichtung von der Stadt Linz mitgemacht hat. Das heißt, es waren wirklich alle Museen dabei, es war die Musikschule dabei, es war die Kunstuni dabei, es war das Landestheater dabei, es war das Musiktheater dabei. Das war ganz toll. Punkt zwei, dass für alle Altersgruppen was angeboten wurde. Das heißt, für die ganz, ganz Kleinen bis hin zu den Teenagern war wirklich für jeden was dabei. Es war aus allen Branchen was dabei, vom kreativen Gestalten bis zum Theater, also kreuz und quer alles quer durch. Und was mir jetzt am besten gefallen hat, ist schwierig. Bei uns in der Familie gibt es 3 Kleinkinder. Die sind alle so jetzt kurz vorm Kindergarten und die waren alle 3 das erste Mal im Kasperltheater. Also ich lobe mir das, dass es den guten alten Kasperl noch gibt. Eine Kasperlstimme haben wir jetzt gerade gehabt. Und meine Großnichten und Großneffen waren jetzt alle das erste Mal im Kuddelmuddel und bei der Puppenbühne. Die waren so aufgeregt und so in Euphorie, dass ich mir gedacht habe, das ist wirklich der Punkt, wo man sagt, für ein Kleinkind, das ist der erste Schritt, dass man sich mit der Kultur beschäftigt, dass man wirklich ein ganz kleines Puzzle schon reinsetzt in das Kasperltheater, damit man einfach einmal das Gefühl bekommt für Kultur. Und wie gesagt, das hat mir aus der Sicht der Kleinsten wirklich am besten gefallen. Haben Sie als Kind schon mal Theater gespielt oder ein Musikstück gespielt? Ja, habe ich. Ich wollte als Kind auch alles Mögliche gleichzeitig. Ich wollte x Instrumente lernen, ich wollte ins Ballett, ich wollte dorthin, ich wollte dahin. Dann hat meine Familie gesagt, stopp, eines, du machst eines und das machst bitte ordentlich, nicht alles auf einmal. Ich habe mich dann entschieden für Ballett. Ich war im Kinder- und Jugendballett vom Linzer Bruckner Orchester, habe mit 3 angefangen, habe mit 4 meine ersten Steppschuhe gehabt und habe das gemacht bis 18. Und da haben wir sehr oft Aufführungen gehabt am Linzer Landestheater auf der Bühne mit so musikalischen Märchen. Und mein erster Auftritt war mit 4 Jahren. Im Märchen Hatschi Pratschis Luftballon als kleiner getanzter Matrose. Was war der Ansporn, dass Sie die Kinderkulturwoche unterstützen? Weil ich das Thema Kinderkultur immer unterstütze, immer. Es ist teilweise jetzt schon angesprochen worden, ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass man die Kinder die Kreativität ausleben lässt, dass man schaut, dass man die Kinder möglichst bald zur Kultur bringt, dass sie sich musikalisch betätigen, dass sie malen, zeichnen, singen, was immer. Das heißt, wir haben das immer unterstützt, ich werde es auch immer tun und das soll nie verloren gehen. Und der erste Schritt ist an und für sich schon im Kleingeldalter und wenn man es als kleines Kind macht, behaltet man sich das ganze Leben lang. Und darum gefällt mir das sehr gut und noch einmal Gratulation an euch, ihr habt es wirklich super gemacht. Nur noch auf der Bühne der Kultursprecher der Grünen, Herr Severin Mayer. Sollte man mehr Umweltthemen in die Kinderkulturwoche reinbringen? Wenn man sich anschaut, was Jugendliche interessiert, dann sieht man, dass Umweltpolitik und Umweltschutz Kinder und Jugendliche viel stärker noch interessiert ist, als das erwachsene Kinder, erwachsene Menschen und so. Kinder sind viel sensibler, wenn es darum geht, um Luftverschmutzung, um Lärm, um Verschmutzung von Wäldern und Wasser. Das geht dann mit der Zeit ein bisschen verloren und ich glaube, da hat gerade die Kinderkulturwoche auch einen wichtigen Beitrag, weil mit diesem kulturellen Zugang, den es da gibt, gibt es natürlich eine Auseinandersetzung auch mit Umweltverschmutzung und da übernimmt, glaube ich, wirklich eine sehr wichtige Aufgabe. Was war Ihr persönliches Highlight bei der Kinderkulturwoche? Mittlerweile muss ich sagen, das waren die Filme am Anfang. Ganz abgesehen von dem kleinen Buben, der äußerst sensationell war, der war echt hervorragend. Aber es hat noch nie, glaube ich, so eine gute Zusammenfassung gegeben, was an Kinder- und Jugendkultur in Linz eigentlich alles gibt. Und von dem her würde ich jetzt mittlerweile sagen, das absolute Highlight waren wirklich die Filme, die ihr produziert habt. Zweites Highlight ist auf jeden Fall, dass es diese Kinderkulturwoche überhaupt gibt, dass man mal mitkriegt, was gibt es in der Stadt Linz eigentlich alles was im kulturellen Bereich für junge Menschen. Und dann ganz persönliches Highlight habe ich noch gehabt, wie man das Programm angeschaut hat. Das passt ein bisschen zu dem, was die Erika Rockenschaub gesagt hat, mit den Kinderbüchern. Ich habe da 2 meiner Lieblingskinderbücher als Theaterstücke wiederentdeckt. Das eine war die Oma Ma im Apfelbaum und das andere war die dumme Augustine. Das sind Bücher, die sind mittlerweile 40 Jahre alt und wenn man sich den Inhalt noch mal anschaut, dann sieht man, an Aktualität haben sie gar nichts verloren. Also das ist so ein bisschen ein persönliches Highlight für mich. Okay. Können Sie uns zum Schluss noch etwas Kulturelles präsentieren, ein Lied oder einen Witz erzählen? Ein Lied singen. Ja, der geeignetste Witz wäre, wenn ich jetzt einfach singen würde. Aber das will niemand hören.
Witze kenne ich zu einem guten Teil entweder schlechte oder welche, die man in der Öffentlichkeit nicht erzählen darf. Ich nehme einen schlechten, okay? Mhm, okay. Der ist kurz, dafür ist der Schmerz dann für euch alle auch schneller wieder vorbei. Der ist, wo wohnt die Katze? Im Mietshaus. Der ist nicht lustig, aber ich merke mir leider keine Witze. Vielen Dank an die Politiker und Politikerinnen. An die Organisatoren. An die Schülerinnen und Schüler. Und an all die, die Kinderkulturwoche so toll unterstützt haben. Vielen Dank. Und jetzt möchte Herr Stieber noch etwas sagen. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler der Europaschule Linz, ich möchte mich als Mitorganisator dieser Kinderkulturwoche, dieser ersten Linzer Kinderkulturwoche, recht herzlich einmal vor allem bei euch bedanken für euer Engagement, für eure Begleitung dieser Kinderkulturwoche, für eure Eindrücke, persönlichen Eindrücke, filmische Eindrücke, die ihr hier präsentiert habt. Es ist ein Projekt, das uns ganz besonders am Herzen gelegen ist, weil wir bei dieser Kinderkulturwoche natürlich auch Kinder und Jugendliche aktivieren wollten und animieren wollten, selbst aktiv zu werden. Und das habt ihr gemacht, das haben viele andere in dieser Woche auch gemacht, aber ihr habt es heute präsentiert und ihr wart ganz eng von Anfang an bei dieser Kinderkulturwoche dabei. Und daher ein großes Dankeschön an euch, an eure Lehrer und an euren Direktor, Herrn Stefan Giegler, der sofort gesagt hat, wir sind da dabei. Das war sozusagen gar kein großer Aufwand für uns, ihn zu überzeugen. Ja, zweites Dankeschön an alle Partner dieser ersten Linzer Kinderkulturwoche. Es ist ja schon angesprochen worden, dass im Prinzip alle mitgemacht haben, die in Linz Kinderkulturangebote machen. Das sind natürlich, ist unser Hauptpartner, das Kuddelmuddel zu erwähnen. Die Linzkultur, also die Kulturabteilung der Stadt Linz, hat ja gemeinsam mit dem Kuddelmuddel dieses Projekt organisiert und aufgesetzt. Nennen möchte ich vor allem auch das Ars Electronica Center, Lentos Kunstmuseum, Nordico Stadtmuseum, dann klarerweise dieses Haus, der Wissensturm mit Stadtbibliothek und Volkshochschule. Wir haben darüber hinaus auch mit Landeseinrichtungen kooperiert, also das Brucknerhaus habe ich noch vergessen, das war natürlich auch dabei. Landeseinrichtungen vom Musiktheater, Landestheater, über das Schlossmuseum, Landesgalerie, OK etc. Und es haben sich auch einige aus dem freien Bereich beteiligt, wie das Theater des Kindes oder der Verein Acopolino. Das sind noch gar nicht alle, mir sind sicher einige noch entfallen, aber ohne den Kooperationspartnern wäre das nicht möglich. Nächstes Jahr wird es eine weitere Kinderkulturwoche geben, die soll jetzt jährlich stattfinden, die wird auch weiterentwickelt und soll auch ein bisschen wachsen. Zum Beispiel war heuer die Bruckner Orchesterwerkstatt Move On, die wirklich auch toll, ganz tolle Angebote macht, vor allem was Musikpädagogik und Vermittlung betrifft. Die haben so kurzfristig binnen einem halben Jahres sich nicht beteiligen können, weil sie schon andere Projekte im Herbst hatten. Die werden nächstes Jahr sicher dabei sein. Und ich greife auch gerne die Idee auf, dass man den Tanz stärker integriert. Da werden wir uns was überlegen, weil das ist, glaube ich, wirklich was Attraktives für alle Kids und Kinder. Ja, und hoffentlich ist auch die Europaschule wieder dabei. Würde mich freuen. Jetzt als Abschluss, neben den Gesprächen, neben den Filmen, haben uns wir eine kleine Einladung
überlegt, es ist ja schon Mittag, ihr habt sicher schon alle einen Hunger. Und gibt es noch eine Präsentation? Mhm. Was gibt es vorher noch? Ja. Okay, das macht es dann ihr. Ich sage jetzt nur, bevor ich mich wieder hier vertschüsse von der Bühne, ihr seid nachher alle herzlich eingeladen zu Frankfurter, glaube ich, also Würstelbuffet. Und bleibt noch ein bisschen da, dann können wir das Ganze auch noch ein bisschen diskutieren und reden miteinander. Ich bedanke mich auch bei den Politikern und Politikerinnen, die sich heute mutigerweise den Fragen des jungen Publikums gestellt haben, also beim Vizebürgermeister Dr. Erich Watzel, bei der Erika Rockenschaub, bei der Ute Klitsch, also Gemeinderätinnen, und beim Severin Mayer. Ich glaube, dass dieser Kontakt mit der Jugend einfach auch der Politik gut tut. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Veranstaltung. Ja, dann gebe ich das Mikro wieder weiter an die Moderatorin. Dankeschön. Und nun kommt das Hörbild von der Foto- und Radioschiene. Ja, hallo. Darf ich dir was über die Musikschule fragen? Ja, sicher. Und wie hat es dir darin gefallen? Ja, voll gut. Besonders, dass man mitten in der Unterrichtsstunde einigen kann und zuhören kann. Welche Instrumente hast du denn gehört? Ja, die Geige, dann die Gitarre, das Klavier, die Trommel und die Tuba habe ich mir angehört. Welches Instrument hat dir am besten gefallen? Die Gitarre und das Klavier, aber die Trommel hat mir nicht so gut gefallen. Hat man sich die Instrumente auch mal ausprobieren dürfen? Ja, ich habe mir sogar die Tuba ausprobiert und das hat mir voll gut gefallen. Ja, hallo, darf ich dir was über die Musikschule fragen? Ja, sicher. Und wie hat es dir gefallen? Also mir hat es sehr gut gefallen, weil ich selber schon mit dem Gedanken gespielt habe, dass ich eins ausübe. Ja. Welche Instrumente hast du denn gehört und gesehen? Also Geige, die Gitarre und die Bandflöte. Und hast du es auch ausprobieren dürfen? Ja, alle. Also die Lehrer waren super nett und... Ja, hat nichts gegeben. Super. Sind auch viele Schüler dort oder kann man dort auch gut lernen? Ja, es sind schon sehr viele Schüler, aber durch das, dass sehr kleine Räume sind und da passt es eigentlich immer super, war immer allein drin in die Räume, ja, passt perfekt. Ja, hallo, darf ich dir was über die Musikschule fragen? Ja, sicher. Hast du vor, ein Instrument zu lernen oder spielst du ein Instrument? Nein, weil ich spiele schon Klavier. Hat dir die Schule gefallen? Ja, es ist ziemlich groß und die Leute sind ziemlich lieb dort und die Lehrer auch und ja. Hallo, wie heißt denn du? Katharina. Und du bist hier von dem Team von Theatersport und ihr macht da jede Woche oder regelmäßig Theatersport? Genau, also das war letztes Jahr ganz normal eine Produktion von uns und da haben wir es ganz oft gespielt und jetzt ist es diese Spielzeit wieder aufgenommen worden und das war jetzt gerade unsere zweite Vorstellung für diese Spielzeit. Ist es schwierig, dass man so sagt, du improvisierst ja extrem viel. Ist es schwierig, dass ein Publikum im Begriff, wo du sagst, oh Gott, denkst du, ja, okay, oh Gott, das ist ja ziemlich jetzt schlimm für dich, das kannst du nicht schauspielern. Und dann irgendwie, wo du richtig improvisieren musst, wo du sagst, okay, ich mach irgendwas, ich weiß nicht. Ja, also das ist schon nicht ganz so einfach und ich habe das auch noch nie vorher gemacht und das ist eine große Herausforderung und manchmal läuft es total gut und dann freut man sich sehr drüber und manchmal ist es einfach, da muss man sich so ein bisschen durchbeißen, ja, weil es halt so spontan ist und wenn man nicht weiß, was passiert. Gibt es im Theater Konkurrenzkampf? Nein, bei uns nicht, auch wenn Sabrina jetzt nickt. Wir verstehen uns sehr gut.
Okay, und das heißt, ihr habt da jede Woche Aufführung oder ist das so mal da oder ist das jetzt öfters oder ist das nicht so arg, nicht so oft wie letztes Jahr? Ich glaube, es ist nicht ganz so oft wie letztes Jahr, aber ich kenne die Planung nicht. Ich als Schauspielerin kriege irgendwie einen Plan, wann ich spielen muss und dann spiele ich und das andere liegt nicht in meiner Hand. Und hast du mal so eine Situation gehabt, wo du gesagt hast, ja, das war echt das Peinlichste, das mir passiert ist? Weil ich sage, ich spiele da nicht nur Theatersport, ich mache ja auch anderes, oder? Genau, wir machen auch anderes. Was mir wirklich peinlich war, ich habe letzte Spielzeit bei der Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor, Saxophon gespielt und es gab eine Vorstellung, da habe ich einfach keine Töne aus meinem Saxophon rausbekommen. Das war mir sehr peinlich, das war nicht so schön. Und hat man es gemerkt oder was? Hast du einfach zum Spielen aufgehört und die anderen haben es überspielt? Ob es alle gemerkt haben, weiß ich nicht, aber ich habe es gemerkt, für mich war es doof. Aber ja, das passiert, da muss man dann mit umgehen. Dafür ist Theatersport ein gutes Training, man muss einfach weitermachen. Okay, danke. Danke für das Interview. Gerne. Hallo, du bist jetzt auch vom Theatersport und du hast da jetzt heute auch mitgespielt und wie hat es dir heute gefallen so? Ich bin heute im Boden versunken. War es nicht so gut heute? Von mir nicht, aber insgesamt, also die anderen waren super. Und warum warst du heute nicht so gut? Warum, kann ich gar nicht sagen. Das ist das Blöde, weil man beim Theatersport eben nie weiß, wie es läuft. Man kann sich nicht gezielt vorbereiten und man weiß eben nicht, wie die Vorstellungen sind und was einem einfällt oder nicht. Mir ist heute nicht so viel eingefallen und ich habe es heute nicht so gut zusammengebracht heute. Ist es immer so, dass du sagst, ist es nur beim Theatersport so und ist es ein anderes Theater, wo man das einprobt, lange Wochen, leichter für dich? Ne, das ist viel leichter. Also man probt ja dafür und beim Theatersport kann man nicht proben. Man kann nur Spiele üben oder Assoziationsspiele machen, um mit sich zu trainieren, aber beim normalen Theater hat man ja den Text und man probt die Abläufe, man weiß, worum es geht und beim Theatersport weiß man das eben nie, weil es immer anders ist. Ist auch so ein Problem, dass mal der drankommt, mal der und so kurzfristig und es horcht man zu und dann irgendwann auf einmal ist man selber dran und dann weiß man nicht, was man sagen soll. Genau so ist das. Okay, und hast du schon einmal auch so eine Situation gehabt, wo du sagst, dass ein anderes Theaterstück oder Theatersport, das ist jetzt echt das Peinlichste gewesen in meiner Karriere im Theater? Du holst jetzt unsere ganzen peinlichen Erlebnisse raus. Tatsächlich, bei meinem ersten Stück hier am Landestheater, das war Falsch verbunden, saß ich auf der Bühne und wusste gar nichts mehr. Ich hatte einen Black, die Soufflöse hat hinter mir den Text gerufen und ich habe sie aber nicht verstanden und saß dann da und habe nichts gesagt und der Kollege, der mit mir die Szene gespielt hat, hat mich gerettet dann. Und wie? Er wusste, wie mein nächster Text ist und hat so geredet, dass ich drauf gekommen bin, wie es weitergeht. Okay, und das war deine schlechteste Vorstellung deiner Meinung. Das stimmt. Das war meine schlechteste Vorstellung überhaupt. Hallo, wie gefällt denn die Kinderbuchtage bis jetzt? Ja, ich habe mir ein wenig umgeschaut und es ist eh recht cool da, weil es auch sehr viele Kategorien gibt. Und ja. Ja, okay. Wie alt bist denn du? Ich bin jetzt seit 14, aber es interessiert mich trotzdem nur, weil es ja Bücher bis 16 Jahre gibt. Okay, das heißt, du liest gerne, du bist eine Leseratte. Kann man so sagen. Ja, okay. Wie heißt denn du? Lena. Du bist also da auf der Buchmesse. Gefällt dir das bis jetzt? Ja. Hast du ein Lieblingsbuch gefunden? Ja, das Wamperl. Und um was geht's da? Um das Wamperl, das trinkt kein Blut, das trinkt eine Galle und das sagt, dass die Menschen wieder glücklich sind, halt so gut sind. Hallo, wie heißt denn du? Christoph. Hast du schon ein Lieblingsbuch gefunden bei dieser Buchmesse? Ja. Und wie heißt das? Where Are We Kids? Um was geht's da? Um vier Clans. Ein Clan ist der Totenclan, wo die toten Katzen leben. Und dann gibt es noch Wasserclan, dann noch Windclan, Schattenclan und Donnerclan. Okay, und gibt es da verschiedene Bücher oder ist es nur ein Buch? Es gibt viele verschiedene. Und geht es dann um das Gleiche oder was sind da die Hauptdarsteller von diesen Katzengeschichten?
das ist immer verschieden, denn da gibt es immer neue Katzen. Und so, da gibt es Königinnen, Schüler. Was ist denn da die, oder was ist deine Lieblingskatze, die da vorkommt? Was ist da und was macht die da immer in diesen Büchern? Die mag ich alles sehr gern. Und zum Beispiel eine meiner Lieblingskatzen ist der Riesenstein, das ist der Anführer von den Windklan. Und die bekämpfen sich, oder? Ja, und dann die dann Beute jagen. Und dann gibt es noch eine Lieblingskatze von mir und die ist zum Beispiel heißt die Feuerherz, weil anfangs war das nicht deine Hauskatze, heute wurde sie dann zur Wildkatze. Okay, danke für das Interview. Bitte. Hallo, wie heißt denn du? Ich bin die Katharina. Du schaust dich ja ganz begeistert. Hat dir die Buchmesse bis jetzt gefallen? Ja, schon. Hast du schon ein Lieblingsbuch gefunden? Ja, Nele und die Klassenfahrt. Um was geht's da? Das weiß ich selber eigentlich noch nicht, aber ich werde gerade angefangen zum Lesen. Also lass dich überraschen. Ja.